Viele Arten aus der Familie der Pfeilgiftfrösche haben eine besondere elterliche Brutpflege. Beim Phyllobates terribilis ist es das Männchen, das für die Entwicklung der Kaulquappen verantwortlich ist. Wenn die Quappe aus dem Ei geschlüpft ist, steigt sie auf den Rücken des Vaters und der trägt sie zu einem kleinen Wasserloch. Dort ernährt sich die Quappe von kleinen Organismen, bis sie die Metamorphose beendet hat und der Frosch fertig entwickelt ist.